ganz neu für euch im Test die neue Joghurette Mango Lassi. Also quasi eine Joghurette, die an einen Mango Lassi erinnert. Das sagt der Name ja eigentlich schon, brauche ich gar nicht erklären. Wir schauen uns in diesem Test hier diese neue Sorte an, was drin steckt und vor allem, wie das Ding schmeckt. Und ich bin wirklich gespannt, ob das so gut schmeckt, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Lassi ist auf jeden Fall geil, Mango ist auch geil. Ich bin jedenfalls gespannt und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Hallo und seid herzlich willkommen zu diesem Test der neuen Joghurette Mango Lassi. 125 Gramm Packung, eine neue Sorte. Ich glaube, gekostet hat sie 1,50 €. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir schauen gleich mal, was genau drin steckt. Wir machen jetzt hier als erstes mal den Test und schauen uns das Produkt zuerst an. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich da manchmal so ein bisschen vielleicht die Struktur meiner Videos ändere. Wir schauen uns das Produkt zuerst an und nachher quatschen wir ein bisschen drüber. So sehen die Teile hier aus. Joghurette ganz normal, weil ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob Joghurette früher mal größer war. Sieht auf jeden Fall so schon mal cool aus. Schön bunt, Typ Mango Lassi. Mango Lassi sind geil, also so vor allem beim Inder, wenn man so richtig schön indisches Essen hat und dazu so ein Lassi, das kann schon geil sein. Wobei so manche Lassi so voll, so ich sag jetzt mal, sättigen sind, dass man danach schon fast in der Ecke liegt, wenn er so ohne Ende Sahne reingeklatscht ist. Aber so sehen die soweit schon mal eigentlich ganz cool aus hier. Ich mag vor allem dieses Baummuster immer sehr gerne von Joghurette. Und innen drin könnt ihr sehen, ist halt außen so weiße Schokolade. Und innen drin, warum fokussiert er das denn nicht richtig? So, innen drin so eine Creme, die jetzt vermutlich nach Mango Lassi schmeckt oder schmecken soll. Oh ja, deutlicher Geschmack nach Mango. Schmilzt gut. So eine leichte Joghurtnote ist, glaube ich, auch da. Und tatsächlich deckt sich das mit dem Bild. Also, Joghurette Mango Lassi. Lecker. Doch wirklich gut. Mit der Schokolade außen. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwie nur an die Füllung rankomme. Na, geht das hier irgendwie? Ja, ich zerbröse das jetzt hier einfach mal ein bisschen. Es sei mir verziehen. Ja, wirklich lecker. Das ist wirklich lecker. Eine schöne Joghurette. Die schmeckt mir wirklich gut. Schön erfrischend. Ich weiß es nicht, es fehlen so Gewürze, wie in so einem Lassi vielleicht auch drin sind, aber das Ding schmeckt nach Mango, schmeckt nach Joghurt, schmeckt mir wirklich, wirklich gut. 10 Riegel sind wie gesagt drin, pro Riegel haben wir dann 12,5 Gramm, es ist eine neue Sorte. Wir können uns jetzt mal anschauen, was noch so drin steckt oder wie es beschrieben wird. Der fruchtig-frische Geschmack von Magermilchjoghurt hat man geschmeckt und Mango Lassi umhüllt von zarter weißer Schokolade macht Joghurette so unwiderstehlich lecker. Unser Tipp, gut gekühlt aus dem Kühlschrank ist Joghurette ein einzigartiger und frischer Genuss. Und ja, das kann ich bestätigen, das war wirklich gut. Nährwerte können wir uns hier anschauen, ne? Ist natürlich ein Produkt mit viel Fett und Zucker, ist eine Süßigkeit wie Schokolade, 39 Gramm Fett, Zucker, Kohlenhydrate 52,7, Kohlenhydrate 51,7 Gramm Fett, die Hälfte ist also purer Zucker, Eiweiß haben wir sogar auch ein bisschen drin. Das ganze gefüllte weiße Schokolade mit Magermilch-Mango-Creme. Haben wir eigentlich auch Mangos drin irgendwo, das können wir vielleicht sehen, wenn wir hier auf die Zutaten schauen. Wir haben Magermilch-Joghurt. Mango-Creme, 49,5%, also Creme ist fast die Hälfte, aus Palmöl, Zucker, Traubenzucker, Magermilch, Joghurtpulver, Magermilchpulver, Aromen, Emulgatoren, okay, also hier das ganze Ding hier hat zumindest in der Creme, hier hört es auf, nee, warte mal, hier hinten hört es auf, hat keine Mango gesehen, aber das Mango-Granulat enthält Mango, nämlich Mango-Fruchtpulver. In der weißen Schokolade, die hat man mit 45% und dann das Granulat. Ja, das sieht man hier auch auf diesem Bild. Ja, das steckt also drin und ich muss sagen, ja, es ist gelungen. Es ist, wie gesagt, recht lecker.
Und ich denke, so viel mehr kann man jetzt dazu auch gar nicht sagen. Kann man gerne mal ausprobieren. Ist wirklich eine schöne sommerliche Sorte. Aus dem Kühlschrank werde ich sie dann auch nochmal probieren oder eingefroren am besten vielleicht noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu dieser Joghurette schreibt, falls ihr sie schon mal probiert habt oder sonst eurer liebsten Joghurette-Sorte. Seid ihr dann lieber klassisch oder nehmt ihr was anderes oder mögt ihr Joghurette überhaupt nicht? Esst ihr lieber einen Kinderriegel oder denkt ihr, Süßigkeiten sind sowieso doof, ich kaufe keine. Oder denkt ihr, Foodlove ist doof, dann schreibt ihr auch einfach, Foodlove ist doof und dann ist das eben einfach so. Und wenn der Foodlove nicht doof ist, dann vergesst den Daumen nach oben nicht. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ganz neu zum Snacken, die Joghurette Mango Lassi.